Ja, Transalp 2017 ist Geschichte. Das Resümee ist sehr ernüchternd für mich. Das war meine schlechteste Transalp in 17 Jahren. Leider ist es nicht ganz so verlaufen, wie wir uns das gewünscht hätten. Podestrang war eigentlich das Ziel vor einer Woche. Es lief leider einfach von Beginn weg nicht ganz nach Wunsch und dann wird es halt extrem hart. Die Berge, die sind einfach unerbärmlich und da muss man sich jeden Meter erkämpfen. Ich bin mit Martin das erste Mal gefahren. Martin, 12 Jahre jünger. Bin dort meinen ganzen Erfahrungsschatz hier in einer Woche übergeben. Der Tim und ich, denke, wir haben super harmoniert. Mal hatte der eine einen super Tag, mal der andere. Mal ging es dem einen nicht so gut, mal dem anderen. Natürlich hätte es immer noch besser sein können, aber unsere Rolle war hier in erster Linie ein Support-Team. Vor allem, wenn man sich gut darauf vorbereitet hat und dann kriegt man doch einen auf den Sack. Da muss ich schon etwas dran knabbern. Ja, es bleibt nichts anderes übrig, als das Ganze zu akzeptieren, wieder weiterarbeiten, neue Motivation holen und Gas geben. Aber vielen Dank fürs Mitverfolgen, Daumen drücken von überall. Danke euch.